Da-da-ba-da, doopie-doopie-doopie-doopie-doo. Lexus! Mann, Guy, musst du so rumschreien? Ja, Entschuldigung, ey. Chill doch mal. Hey, Lexus, was geht? Xerum ist fertig. Drück den Knopf, wenn ihr auf dem Meer fahrt, um tauchen zu können. Wie war doch gleich nochmal dein Name? Ich heiße Athea. Ich bin Lexus und es tut mir leid wegen der Verschmutzung. Das kommt bestimmt nicht wieder vor. Dann ist ja alles in Ordnung. Tex, gibt es Neues von Amon? Ich nehme an, dass er sich wieder ins Meer gestürzt hat. Die Menschen dieser Stadt haben eine Lichtkugel in der Nähe von Baleara gesehen. Aha. Baleara ist im Westen. Nun liegt alles in deiner Hand, Tex. Ich weiß. Okay, ciao. Und danke für das Schiff im Westen. Einfach mal nach links schippern. Und da ist auch schon Baleria, oder? Ah, das ist wirklich Baleria. Ich bin einfach nur kurz nach links geschippert und schon bin ich da. Seid gegrüßt, Fremde. Schaut euch nur in aller Ruhe um. Ich habe Waffen und Rüstungen. Oh, Moment. Feuersäbel, nein. Hellebarde. Ein Nebeldegen. Oder ein Kristallstab. Ein Stab aus speziellem Bergkristall. Dreimal stärker als die normale Attacke Wirksam gegen untote Kreaturen. Wenn man auf einem dichten Nebel kämpfen kann. Dreimal stärker als die normale Attacke Wirksam gegen wasserscheue Kreaturen. Tja, was nehmen wir mit? Nehmen wir beide mit. So. Das kriegt unser Kollege hier. Rüstungen. Platinpanzer, aber ich glaube, ich bin noch verflucht. Magie wird um 5 gesenkt. Und dann nur ein Punkt nach oben wie Dom. Platinhelm. Okay, erstmal Platinhelm für Guy. Ach, ich trage schon wieder zu viel. Verkauf. Was kann ich denn verkaufen? Ja, so 2 Ego-Schrauber. Ich habe noch einen Zaubersaft, den muss ich auch noch verbrauchen. Homoball. Feuerschwert, bla bla bla. Hute. Braucht kein Schwein. Kette auch für das Schmarrn. So, Rest lasse ich mal. Bla 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 bla. Rüstungen. Platin Panzer. Ah ne, Moment. Das wollte ich. Platin reduziert die Angriffskraft des Gegners um 1,6. Handschuhe aus Platin. Ich nehme mal das mit. Okay, das reicht soweit. Wobei Selan könnte noch eine Platinkralle bekommen. Angriff wird gesenkt, aber Selan sollte sowieso. Ich weiß, ich greife immer an, aber sie sollte eigentlich mit Magie Dingsbums angreifen. Wobei sie ja das tolle Schwert hat. Egal, kann ich notfalls ablegen. Das höllische Siegel wurde gebrochen. Unser Ende steht bevor. Doch warum gerade jetzt? Jemand muss das Siegel gebrochen haben. Was mit diesen Lichtkugeln zusammenhängt. Tja, wenn ich das wüsste. Ich war einmal in diesem Tempel gewesen. Soll ich dir davon erzählen? Ja, gerne. Ein merkwürdiger Tempel. Alles riecht nach Meer und man kann deutlich den Wellengang hören. Was machst du in diesem Tempel, Kleiner? Der Tempel im Süden war schon immer unheimlich, aber er wird immer gruseliger. Jede Nacht höre ich ein Ächzen und Seufzen. Ich kann gar nicht mehr richtig schlafen. Der Unglückstempel liegt im Süden, doch jemand hat die Tür verschlossen. Das ist im Prinzip egal, denn es darf sowieso niemand hinein. Aber irgendwas stört mich. Ich habe die Dämonen im Tempel schreien hören. Ich hoffe, es verheißt nichts Schlimmes. Na, hoffentlich ist es nicht Amons Werk. Herzlich willkommen, Kollege. Ich komme sowieso in die Items ein, also warum ich hier rein? Items sind doof. Diese Lichtkugel taucht oft am Himmel auf. Ich fürchte mich vor ihr. Oh, mich gruselt's. Vom Tempel her klang ein schreckliches Stöhnen. Vor Angst traue ich mich nicht mehr aus dem Bett. Ich will gar nicht wissen, was da los ist. Das Forschungslabor in Portralia pumpt keinen Dreck mehr ins Meer. Ich war stinksauer.
Sogar hier hatten wir Dreck gefunden, doch damit ist jetzt wohl vorbei. Der Eingang zum Südtempel ist verschüttet. Kein Wunder, er war sehr alt. Was ist das für ein Häuschen? Der Südtempel ist schon immer da. Ihm soll Dinge sein, die noch nie ein Mensch gesehen hat. Ich hörte, dass im Inneren etwas verborgen ist, das mit dem legendären Schwert zu tun hat. Oh, das legendäre Schwert? Vielleicht ist das Lufia-Schwert, das wir suchen. Alles Unglück der Vergangenheit ist im Südtempel versiegelt. Seitdem diese Lichtkugel in der Nähe des Tempels im Meer versank, hat sich alles geändert. Monster haben Besitz von dem Tempel ergriffen. Das Unglück konnte nur seinen Lauf nehmen. Ich sah eine helle Lichtkugel in der Nähe des Südtempels im Meer versinken. Voll freaky cool. Yeah, voll freaky cool. Im Süden also. Also dann würde ich sagen, ja, ein bisschen so südlich von hier. Scheint irgendwas zu sein. Wow, Fleisch. Holen wir uns erstmal Fleisch, Leute. Alles andere ist Wurst. Ja, ich weiß. Warum ich so schief singe, weiß ich nicht. Los, geh flöten. Ja, klar, vergiftet. Blablabla. Bla. Tasche gegen Gift. Kollege, Gehalt. Oder soll ich direkt mit der Nussschale weiter? Wäre eigentlich besser, oder? Ach komm, vom Schiff. Ja, deswegen flüchte ich nie. Und trotzdem habe ich es getan. Toll. Wow, was habe ich gemacht? Achso, ich habe nur B gedrückt. Hey, cool. Ich bin unter Wasser unterwegs. Da ist was. Und eine Unterwasserhöhle. Das kann doch eigentlich sein, oder? Kann sein, dass ich sogar hier hin muss. Epic Zufall. Nochmal. Schwein gehabt. Wobei ich sagen muss, ein bisschen hatte ich schon die Ahnung von. Nicht, dass ich dahin muss, aber dass irgendwas unter Wasser sein muss. Weil der doch gesagt hat, dass wir es. Dass unser Schiff aufboostet. Nicht umsonst war es in dieser, in Anführungszeichen, Werkstatt. Aber was das für ein komischer Schweinetempel ist, keine Ahnung. Egal. Und wisst ihr was? Ich sollte jetzt sowieso erstmal einen Cut machen und so langsam kommen die Drachen auf uns zu. Haut rein, bis dann!